SC Edamünde eSports empfängt B04 eSports aus Leverkusen. Und wir sind gespannt. Erste Situation, Leverkusen, was ein schöner Trick. Und wird da draus aus was? Er nimmt ihn mit rein, legt ihn in den Rückraum. Gut, du geil mit dem Abschluss, kurze Ecke, aber der Torhüter steht da. Wunderbar gemacht. Es geht rein in die Ecke, 10. Minute. Ja, wird er kurz gespielt, legt er ihn rein. Na, weg vom Torhüter, meine Freunde. Und er kommt rein. Verteidiger ist dazwischen, Edamünde klärt den Ball zur nächsten Ecke. Edamünde baut auf in weißen Trikots. Ui, das war ein Fehlpass. Können Sie ihn nutzen? Der Ball ist etwas zu lang und der Abschuss dementsprechend passt der Winkel nicht mehr. Sonst hätte das hier gut und gerne klingeln können. Aber Leverkusen setzt nach mit einem schönen Ball. Der RB Schlenzer ist leider nicht drin. Nächste Ecke, Torhüter hat ihn, kriegt ihn aber nicht so festzuhalten. Nächste Flanke, der Trick geht, ja, wäre schöner gewesen, aber Ballrolle abgelegt, oh, geblockt. Meine Güte, was ist denn hier los? Edamünde steht hier stark unter Druck. Nochmal lange Ecke, der Torhüter ist hier auf jeden Fall der Mann des Spiels aktuell. Kriegt den Ball jetzt hier nicht zu fassen, Edamünde versucht sich zu befreien, Leverkusen ist aber drauf. Und nächste Situation, das geht hier Schlag auf Schlag, Edamünde diesmal mit einem Angriff. Da lassen sie den Ball gut laufen, das machen sie schön. Kriegt er den Ball, Daniel kriegt den Ball, behauptet. Vorne reingespielt, unten, außen durchgesteckt, reingeflankt. Torhüter, bist du da? Torhüter ist da. Kriegt den aber nicht ganz raus. Edamünde setzt nach. Ballroll ist gut. Tür, lange Ecke, Block. Und Edamünde setzt nach. Es geht hier weiter. Schöner Trick und dann lange Ecke. Meine Güte, der Abschluss war super schön. Der kleine Job vorher, um den Torhüter ein wenig zu verwirren. Nummer 7. Erstmal zum Tee trinken. Glückwunsch für diese 3 Punkte. Auch wenn da eigentlich mehr Druck von Leverkusen war. Dennoch, 3 Punkte für Edamünde. Von daher, ja, aller Grund zur Freude.